So, grüß dich, ich bin's wieder, Henker Spangler Franz. Ich möchte euch keinen Zorn, wie man Rohr macht. Ein Rohr aus Blech, das was gefolzt ist. Das heißt, das wird so zusammengehagelt. Und das ist eigentlich ganz einfach. Du möchtest jetzt ein Rohr machen mit 10 cm. Da musst du rechnen, Durchmesser mal 3,14. 10 mal 3,14 ist 31,4. Guter Taschenrechner. So, jetzt brauchst du aber noch einen Falz. Dass du so zusammenhageln kannst. Und da wird jetzt der Fehler gemacht. Weil jeder sagt, naja, da brauchst du jetzt einen Zentimeter da und einen Zentimeter da. Tue ich noch 2 Zentimeter dazu, passt schon. Passt nicht. Du brauchst 3 Zentimeter. 1 Zentimeter 4, 1 Zentimeter wieder zurück, kann schon 2. Und da auch noch mehr 1 cm, haben es 3 cm. Wenn du gerade 2 cm dazu tust, dann wird dir das zu klein. Du musst 3 cm dazu tun. Das heißt, 31,4 plus 3 ist 34,4. So musst du jetzt dein Blech zuschneiden. Ich mache jetzt gerade ein kleines Rohr. Man macht mit 100 cm, das ist ein normaler Ablauf für ein Regenwasserrohr. Da hat man aber, braucht man aber einen Zuschnitt von 33,3. Wie kriegt man jetzt den? Da wird ja dann das Rohr zu klein. Weil die Rohre haben alle aus dem 33er Zuschnitt. 33,3, das hat man wunderbar aus dem Meterbandel rausgebracht. Aber wie gibt es jetzt das, da man das rausbringen? Es geht ja, es gehen ja da fast ein Zentimeter an. Das hat man dadurch gelöst, man hat eine enge und eine weite Seite gebraucht. Jetzt hat man das konisch zugestehen. Das eine ein wenig weniger wie 33,3, das eine dafür, die anderen Seiten ein wenig mehr wie 33,3. Und dadurch hat man 100 Rohr rausgebracht, mit einer engen Seite und mit einer weiten Seite. Also, ist kein Hexenwerk, nicht? Jetzt sage ich euch, wenn ich das bringen muss. Ich muss jetzt quasi 1 cm bringen. So, jetzt habe ich auf einer Seite. Jetzt muss ich das Blech drehen und den Zentimeter auf der anderen Seite. Dann schaut das ja so aus. Jetzt kann ich es da mit der Maschine gleich unten. Jetzt ist der Stamm verkehrt drin. Das hat da
Das ist da auf einer Seite abgeschrägt. Und das war jetzt verkehrt drin. Dann hat man da einen Griff dazu. Den brauche ich aber jetzt nicht. Das ist ja so ein kurzes Rohr. Da kann ich den Fisch auch rein. Jetzt will ich dann noch ein wenig Händestock helfen. Und dann kann ich es so zum Haken. Jetzt kann es entweder auf der Stange zusammenklopfen. Oder man hat, der Spanier hat auch noch einen Wertelstamm. Jetzt da noch ein bisschen. Wenn ich es jetzt gerade so zusammenklopfe, dann kann das leicht auseinanderrutschen. Das hält nicht. Jetzt hat man da so ein Absetzwerkzeug. Das setzt man da an. Und schon ist das abgesetzt. Da ist jetzt da der Knick drinnen. Jetzt sichert sich der Falz selber. Und schon hast du jetzt ein Rohr. Und das, wenn du jetzt genau rund machst, dann hätte es 10 cm. Das ist eigentlich die ganze Kunst an einem Rohr. So sind die ganzen Abläufe gut. Heute werden schon wieder stellenweise gelötet oder geschweißt, je nachdem, ob es Kupfer ist oder Titanzink. Aber bis vor ein paar Jahren hat man eigentlich die grundsätzliche so gemacht. Und das ist ja die einfachste Verbindung. Ich brauche nicht löten, ich brauche nicht nürten. Ich habe sofort mein Rohr. Und das wollte ich euch zeigen. Weil das zeigt euch sonst keiner. Das zeigt euch nur der Spangler Franz.